Und damit recht herzlich willkommen zurück zum Fernbus-Simulator hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zenges. So, hier sind wir wieder unterwegs. In der letzten Folge waren wir ungefähr 17 Kilometer vor Hannover, wenn ich mich recht entsinne. Was für ein Seegang ist das? Das ist hier, ne? Pazifiküberquerung. Waren wir 17 Kilometer vor Hannover, jetzt sind wir wieder 17 Kilometer vor Hannover ungefähr. Ich habe das Spiel jetzt allerdings nochmal komplett neu gestartet und bin auch nochmal nach Hannover reingefahren, weil eigentlich bin ich bis Hannover gefahren, aber es gab ein paar Probleme mit der Aufnahme. Unter anderem hatte ich auch die Bitrate etwas zu niedrig eingestellt, weswegen das dann doch etwas matschig aussah, fand ich. Ich hoffe, es ist jetzt besser, aber okay, ne? Und dann, wie man das so kennt, hat man dann noch viel um die Ohren, wird dann noch krank natürlich. Irgendwann erwischt es jeden. Entweder man hat Magen-Darm oder man hat eine saftige Erkältung. Ich habe die Erkältung gewählt, ist irgendwie angenehmer. Aber naja, wie das Schicksal so will. Aber jetzt sind wir wieder unterwegs, weil irgendwann wollen wir auch nochmal nach Berlin kommen. Die Fahrt zieht sich ja jetzt schon über Tage, Wochen, Monate hinweg. Das ist ja echt wahnsinnig. Oh, ich habe vergessen, dass ich im Arcade-Modus mich befinde. Kann ich das eigentlich jetzt so einfach mal kurz umstellen? Spiel? Nein. 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 Okay. Steuerung? Nein. Ja, okay, dann eben nicht. Dann fahren wir jetzt Arcade. Wollte ich eigentlich nicht. Es gibt ja einmal den Arcade-Modus und den Simulationsmodus, oder realistisch heißt da, glaube ich, der Modus. Die unterscheiden sich darin, dass man im Arcade-Modus halt, ja, setzt sich hin und fahr los. Egal, ob die Türen auf sind, weil die Türen gehen dann automatisch zu, der Motor startet automatisch, die Klimaanlage stellt sich automatisch ein, das Licht stellt sich automatisch ein, alles stellt sich automatisch ein, man muss einfach nur noch fahren, Punkt. Ja, und das ist halt jetzt gerade der Fall. Aber egal, werden wir überleben. Vielleicht kann ich das auch doch nochmal irgendwo umstellen, aber ich meine, im Endeffekt merkt ihr das quasi gar nicht. Außer, dass ich gleich aufstehen werde und direkt psch, alle Türen aufgehen und alle klappen. Wunderbar. Ist eigentlich voll der Service. Finden Sie nicht, dass Sie ganz schön heizen? Jawohl, ist kalt, deswegen muss ich heizen. Ha! Entschuldigung. Ich war in letzter Zeit mal wieder so viel mit der Bahn unterwegs, also... Ich weiß nicht, also ich bin so ein bisschen... Ist da ein Blitzer? Ist da ein Blitzer? Ist da ein Blitzer? Ist da ein Blitzer? Okay, ich möchte es einmal machen. Jawohl! Hast du den Blitzer gesehen? Ja. Ich habe den Blitzer gesehen. Ich wollte es nur mal kurz machen, um nochmal zu demonstrieren oder für mich selber oder mir selber nochmal zeigen, wie realistisch das aussieht. Weil ich finde, das ist denen echt gut gelungen, weil ich kenne leider das Gefühl oder ja, dieses Licht, wenn man geblitzt wird. Weil es mir öfters schon mal passiert ist. Aber immer im akzeptablen Bereich, sage ich mal. Also nein, es ist nie akzeptabel. Egal, auf jeden Fall finde ich es faszinierend, wie schön das rote Licht aussieht, weil es sieht wirklich sehr realistisch aus. Das muss man dem Thermosimulator lassen. So, wo war ich stehen geblieben? Nee, ich bin jetzt in letzter Zeit wieder viel mit der Bahn unterwegs gewesen. Ich finde es so interessant, also weil... Es kann einem bei beiden Verkehrsmitteln einfach so viel passieren. Also im Fernbus hatte ich ja schon, also jetzt in echt halt, hatte ich ja schon Schwarzfahrer oder so. Dann hat man Verspätung, dann hängt man im Stau fest oder so. Ich weiß nicht, all solche Sachen, ne? Das ist alles schön und gut, ne? Da denkt man, meine Güte, der Fernbus, verdammt nochmal, dauert lange, ist lästig und so weiter und so weiter. Aber mit der Bahn kann man dasselbe erleben. Also man kann echt Verspätungen haben. Wahnsinn. Also, ich hatte jetzt einen recht wichtigen Termin und ich dachte mir so, ja, ne, fährst am einen Tag hin und am selben Tag wieder zurück und so, das passt, dann fährst halt früh morgens los, ne, der war mittags. Zeitpuffer sollte man einplanen, falls mal irgendwas passiert, irgendwie kann ja Verspätung, ne, Anschlusszug verpasst, dann habe ich 3 Stunden Zeitpuffer eingeplant. 3 Stunden. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 3 Stunden. In 3 Stunden kann man, was kann man machen? In 3 Stunden hat man locker 12 Folgen oder im besten Fall 12 Folgen Fernbus-Simulator aufgenommen, ne? Da muss, ne? Wenn man sagt 15 Minuten halt. Folge, aber diese 3 Stunden, die habe ich gebraucht. Die habe ich wirklich gebraucht und ich war echt enttäuscht darüber.
Ja, fing an mit einer Verspätung direkt beim ersten Zug. Meine Güte, Sonne, blende mich bitte nicht so. Ah, das ist ja wahnsinnig. Die blendet ja wirklich. Auf jeden Fall, erster Zug hatte erst 10 Minuten Verspätung. Da hätte ich noch eine Alternative gehabt eigentlich. Aber dann habe ich gesagt, nee, die Alternative nehme ich nicht in Anspruch. Hab gewartet und siehe da, Eider Daus, 45 Minuten Verspätung wegen Triebfahrzeugschaden. Ja, Anschlusszug war dementsprechend natürlich futsch. Dann in den nächsten Zug in die Richtung eingestiegen. Zugbindung ist ja dann irgendwann aufgehoben und weiter ging's. Und dann kam eine Streckensperrung. Es war zum Heulen, es war wirklich zum Heulen. Weil, ja, es ging nicht über die schnelle Strecke, sondern drumherum. Und das hat echt gedauert. Das war echt nicht mehr schön. Naja, egal. Und sowas erlebt man dann halt. Und man kann einfach bei beiden Verkehrsmitteln Pech haben. Aber der Bus ist immer noch eigentlich die günstige Alternative, wenn man Zeit hat. Weil der Bus dauert einfach länger, bis der Bus dann seinen Zielort erreicht hat. Apropos Zielort, jetzt haben wir hier das wunderschöne Beispiel. Die Türen gehen auf, die Klappen gehen auf, alles bestens. Ja, und ich sage jetzt jemanden einfach in der Aufnahme, dass ich gerade aufnehme, aber gleich in ein paar Minuten Zeit habe. So, das war jetzt Teil der Aufnahme, das wird jetzt hier verewigt und bis gleich. So, aber jetzt kann ich einfach weitermachen und die Leute einchecken. Allerdings will dieser Zombie hier nicht. Der will auch nicht. Grüezi. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir fahren über Magdeburg. Also einchecken. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Ciao. Salü. Ja. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ciao. Ja. Du nicht? Du Hallo, nicht? Du nicht? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Auf geht's. Ja. Nee, will nicht. Oh, was ist denn hier passiert? Muss das Servus. So? Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ciao. Ja. Gute Dame, ja. Das ist... Oh! Auf einmal ist sie groß. Make Sandra great again. Ja, das ist Sandra. Fahren Sie in meine Richtung? So ein Mist. Nee. Servus, ich hoffe, ich bin hier richtig. Mainz? Fahren wir über Mainz? Nee, so ne? Mist. Mahlzeit, mein Ticket. Magdeburg, Dankeschön. Jawohl. Magdeburg Guten geht Tag. Klar. Das Ticket, bitte schön. Sehr freundlich. Drehen Sie sich mal um, Grüezi, gute Dame. Hier, mein Ticket. Grüezi! Danke. Braunschweig. Ja. Ich fahre dann mit dem nächsten Bus. Ich habe wohl meinen Bus verpasst. Ja, scheint so. Hüpfen wir aber kurz über die wunderschöne Sitzbank hier. Sehr formidabel. Und gucken wir kurz, alle da, alle drin. Hier hinten sehen wir uns den TML-Studio-Aufdruck. Wir fahren ja immer noch mit dem TML-Bus. Kann ich ja nur mal kurz zeigen. Das ist jetzt blöd, wir können halt nicht die Klappen zumachen jetzt, weil wir im Arcade-Modus sind. Deswegen setzen wir uns jetzt hin und auch alles läuft sofort, zack, bam, automatisch. So, Hannover, ja, Fahrt starten, wir sind echt verspätet. Wir müssen jetzt unbedingt nach Braunschweig. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das jetzt noch sind. Aber ich würde mal sagen, wir geben jetzt einfach mal Gas. So, aber nicht den, ich dachte schon, das wäre ein Polizeiwagen, nicht den RAM. Warum gehen jetzt die Türen wieder auf? Warum fahren wir rückwärts? Also der Arcade-Modus, der ist mir echt nicht geheuer. Boah, jetzt gehen die Türen auf. Einfach ignorieren. Fahr! Ja. Aber ich muss sagen, egal ob Bus oder Bahn oder was auch immer, ich reise eigentlich gerne. Das habe ich jetzt wieder gemerkt. Es ist manchmal so stressig, man hat so viel Ärger am Hals. Es ist stressig, es nervt, es ist lästig, aber es macht unterm Strich mir zumindest Spaß. Und auch gerade das, was schief läuft. Also ich war jetzt schon ein paar Mal in Finnland und ich bin... Ja, aber sonst geht's euch noch gut hier. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Also, der hat ja wohl eine Schraube. Ja, okay, weg. Problem gelöst. Wir haben ihn. Freunde! Entschuldigt. Ich muss mal ganz kurz hier was klären. Du? Nee, der ist der Schuldige. Der. Den schicken wir jetzt mal in die Walachei. Oh! Freunde! Wisst ihr was? Ich stelle jetzt hier, damit nicht noch mehr KI-Unfall passiert, stelle ich jetzt einfach den
den LKW hier hin. Oh, der rollt jetzt langsam weg. Egal. So, jetzt aber weiter. Boah, ich krieg mal eine Krise. Aber was ich sagen wollte, ich reise sehr gerne so. Ich bin ja auch schon mal zweimal nach Finnland und wieder zurück mit dem Zug gefahren. Das ist auch eine Sache, da denken die einen, ist doch eine Zumutung. Ja, ist es. Ist es. Ich kann auch sagen, nach etlichen Verspätungen, Missgeschicken von jeglicher Bahngesellschaft und nach einer Drogenkontrolle in... Was ist hier los? Was sind die denn alle so aggressiv? Der schiebt einfach mal den LKW weg. Ist denn schon Weihnachten? Was? Ja, der steht mit durchdrehenden Reifen. Ja, Freunde, geht's euch denn sonst noch gut? Ne, scheinbar nicht. Auf jeden Fall, ich kann euch sagen, ja, es ist eine gewisse... Boah, was ist denn jetzt da vorne los? Ach, ich krieg die Krise. Ich komme gar nicht mehr zum Reden hier. Ich sollte mich einfach nur noch auf dieses Spektakel hier freuen, was die KI hier veranstaltet. Naja, egal. Was ich sagen wollte. Ich kann euch sagen, ja, es ist... stressig. Es passiert viel, wenn man dann, weil die Deutsche Bahn ihren ICE auf der deutschen Seite nicht auf die Fähre bekommt, die Fähre verpasst, beziehungsweise weil dazwischen durch noch, eine Drogenkontrolle stattfindet und ich weiß nicht was. Natürlich war nur ich davon betroffen. Natürlich hat man bei mir die Drogen vermutet. Boah, diesen ambitionierten jungen Polizisten, den hätte ich am liebsten, abgeknutscht. Um zu zeigen, dass ich ihn liebe und dass er mich nicht kontrollieren muss. Wobei, dann wäre ich wahrscheinlich sowas von eingesperrt worden. Egal. Warum ist der Rückwärtsgang jetzt schon wieder drin? Es macht mich alles kirre hier. Fakt ist, wir kommen hier nicht mehr aus... Ja. Follow the navigation to the next station. Next destination, nicht station. Wobei, Destination kann man mit ein paar... weggelassenen Buchstaben Station rausmachen. Interessant. So, wir kommen aber auf jeden Fall nicht mehr aus Hannover raus. Weil wegen ist so. Ich habe ja tatsächlich jetzt längere Zeit nicht mehr aufgenommen. Es sind die Kopfschmerzen, die tatsächlich immer noch leicht da sind. Ich bin tatsächlich immer noch leicht krank. Wie gesagt, ich habe mich für die Erkältung bzw. die Grippe entschieden und nicht für... die Magen-Darm-Krankheit und hat eben Vor- und Nachteile alles, aber ich war halt viel unterwegs und viel wichtig unterwegs, weiß nicht, gehe ich jetzt mal nicht so drauf ein, das werde ich irgendwann nochmal auf jeden Fall tun, ein bisschen, ne? Aber das muss ich erstmal alles verdauen, ne? Es gibt Dinge, das hat jetzt auch nichts mit YouTube zu tun, das ist einfach privat, das ist auch nicht wirklich privat, es ist einfach, ne, so blöd es klingt, man muss irgendwie seine Zukunft ein bisschen in den Griff kriegen. Und ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich aufs Jahr 2017. Im Jahr 2017 wird sich im Endeffekt dann auch für YouTube einiges ändern. Also für meine Präsenz auf YouTube. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich kann nur so viel sagen, es wird interessant. Und ich weiß nicht, wie viel ich darüber letztlich quatschen werde, aber ein paar Ausschnitte aus meinem Leben werdet ihr wohl oder übel hin und wieder mitkriegen, wenn ihr diese Videos anschaut. So, ich würde sagen, wir haben es jetzt... Boah, jetzt geht der Rückwärtsgang wieder rein. Wir haben es jetzt aus Hannover rausgeschafft und ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Ich brauche jetzt erstmal eine Mütze Schlaf oder sonst was. Ich muss mich hier beruhigen von diesem Verkehrschaos, was hier los war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.